Hallo liebe Deutschlernende, ich habe das Gefühl, ich bin euch noch einen kleinen Bericht schuldig über das Polyglot-Treffen. Ihr habt vielleicht in der Facebook-Gruppe gesehen, dass ich auf dem Polyglot-Treffen war. Und ich wünschte, ich hätte mehr Videos gemacht, um euch ein bisschen etwas davon zeigen zu können. Aber ich hatte leider diese Kamera noch nicht. Ich hatte eine andere, die leider nicht so gut funktioniert hat. Ich habe ein paar Interviews gemacht und auf diesen Interviews hört man leider sehr viel Rauschen. So, das ist Rauschen. Ja? Und deswegen habe ich jetzt eine andere Kamera. Wie auch immer. Also, wie war das Polyglot-Treffen? Es war herrlich. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe mir auch Vorträge angehört über das Sprachenlernen. Und und habe hoffentlich auch etwas gelernt, was ich mit euch anwenden kann, wie ich euch besser Deutsch beibringen kann. Und eine Sache ist zum Beispiel, dass ich bei der Konferenz und nach der Konferenz sehr, sehr inspiriert war oder bin. Ich bin sehr, sehr inspiriert worden und voller Energie und habe mir gesagt, ich möchte jetzt ganz viele Videos für euch aufnehmen. Und dann wurde ich krank. Ich hatte leider einen Schnupfen gekriegt und musste im Bett bleiben und habe mich nicht gut gefühlt und habe deswegen auch keine Videos für euch gemacht. Aber jetzt bin ich wieder gesund und jetzt hole ich das nach und mache Videos für euch. Das war es erstmal für diesen kurzen Bericht und ich hoffe, dass ich in der Zukunft weitere Ereignisse für euch dokumentieren kann. Das heißt, dass ich Videos mache und Bilder, sodass ihr auch daran teilhaben könnt und gleichzeitig Deutsch lernen könnt. Bis zum nächsten Mal.